Hallo Kaffeefreunde, ich bin Tom von Tom's Coffee Corner und heute habe ich endlich mal einen Gast und zwar... Hi, ich bin der Stefan, ich bin von Mira Coffee Roasters und heute schauen wir uns die zwei Mühlen hier mal genauer an. Genau, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass ich einmal nicht alleine bin, dass ich einen Gast habe. Dankeschön, Tom, ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei sein darf. Vielen Dank. Schön, dann machen wir weiter. Ich habe diese Spezialita von Eureka schon länger, schon mehr als ein Jahr und es gefällt mir richtig gut. Das ist eine schöne Mühle mit 55 mm Mahlscheiben drinnen, mit einem schönen Display und es ist sehr gut bekannt. Das Einzige ist für mich, das Mühl hält relativ langsam. Ich brauche ungefähr eine Sekunde pro Gramm und ich denke, so ein Riesending wird schneller sein, oder? Ja, die geht bedeutend schneller und auch sehr, sehr genau. Mhm. Also es ist wirklich ein mega Gerät. Ich bin mit der auch voll zufrieden. Ich benutze sie bei meinem Verkaufsanhänger, also auch für den gastronomischen Bereich, weil sie eben so schnell malt. Das ist die Eureka Olympus 75 mit den High Speed Burrs. Die malt so 19 Gramm Kaffee in ungefähr 3 Sekunden. Oh. Also das geht schon richtig schnell. Das ist geil. Ja, das ist richtig geil. Also ich kann es mir ohne gar nicht mehr vorstellen. So, davor hatte ich auch die. Er war mit der auch sehr zufrieden und ja, einfach aus gegebenem Anlass dann auf die gewechselt. Aber ich meine, wenn man das Ding anschaut, das ist ja riesig. Ja, die ist riesig. Das passt vielleicht nicht in jede Küche hinein. Nee, absolut nicht. Also. Aber du könntest eine kleinere Behälter nehmen? Ja, oder? Das gibt's auch. Oder Single Dosing machen? Ja, Single Dosing weiß ich nicht, aber ja, könnte man schon auch machen. Aber in dem Hinsicht, weil diese hier, ich rede manchmal von einem Partner Acceptance Factor. Also, was sagt die Frau? Was sagt der Mann dazu? Wenn er oder sie diese Riesending anschaut? Ja, ich glaube, der Partner Acceptance Factor ist da geringer als bei der, auf jeden Fall. Aber es hat bestimmt gute Vorteile. Und was ich mich frage als Espresso-Liebhaber ist, wird der Espresso besser schmecken mit dem da, als wie mit der da? Weil der hat ja größere Mahlscheiben drin. Das heißt, je größer, desto besser. Man sollte viel Geld ausgeben für eine Mühle, sogar mehr Geld für das, als wie für eine Maschine. Was sagst du dazu? Wird man da vielleicht einen Unterschied rausschmecken? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir können es einfach mal herausfinden. Okay, das machen wir. Ja, dann machen wir das. Ich glaube, ein Feinschmecker wird es bestimmt rausschmecken. Ja, das kann sein, ja. Aber vielleicht schmecke ich es auch raus. Ja. Mal sehen. Das wollen wir dann mal vergleichen. Also wie gesagt, diese hier hat 55 mm. Wie groß sind die? Die sind 75 mm. Okay. Diese hier hat einen Motor drin mit 310 Watt. Was hat der da? Die hat 800 Watt. So viel? Ja, schon. Hat ja, Wahnsinn. 1400 Umdrehungen pro Minute. Wie viel? 1400. Ach so, das ist dann ähnlich. Der hat ja 1350. Ja. Diese hier wiegt 5,6 Kilo. Oh, und diese hier wiegt 13 Kilo. 13? 13 Kilo, ja. Das ist heftig. Ja. Also das Spezialita hat einen schönen Display und der Olympus hat bestimmt auch ein Display. Ja, die hat ja auch ein Display. Man kann hier zwei verschiedene Shots programmieren. Einmal Single Shot, einmal Double Shot. Aha. Die kann ich getrennt voneinander halt über die Zeit dann die Menge einstellen. Und hier kann ich den Mahlgrad verstellen an dem großen Rad. Und dein Rad ist etwas größer wie mein Rad. Ja, aber ich glaube nur, dass es optisch besser passt. Okay. Achso, ja. Das ist wahrscheinlich auch ein Preisunterschied. Diese hier kostet in Deutschland um die, ich glaube, 400 Euro. Und was kostet sowas? Die Mühle kostet in etwa 980, 975 Euro. So in dem Bereich kann man die kaufen. Okay. Aber pro Kilo ist dann günstiger. Ja, das stimmt. Ja, dann probieren wir es halt aus. Ah, übrigens, ich werde mal einige Product-Links, also für die zwei Mühlen, mal aussuchen und in der Beschreibung tun. Also schau mal nach unten in der Beschreibung, wenn ihr das anschauen wollt, entweder Spezialita oder diese Olympus 75, beziehungsweise auch die Bohnen, die wir heute ausprobieren. Das könnt ihr ja gerne alles da in der Beschreibung schauen. Und jetzt probieren wir es mal aus. Let's go. Also zuerst würde ich sagen, die kleine Mignon. Okay. Also jetzt tue ich vegan, also nicht vegan, sondern vegan. 11,4. 15,1. 16,2. Mach mal 16.
Wie ist das für ein Partner-Acceptance-Faktor? Das merkt sie nicht. Wenn du es nicht vergisst. Aber das ist ja kein Problem. So tun wir ein bisschen vorwärmen. Und jetzt geht's los. Schaut ja schon ganz gut aus. Ich würde sagen, Stefan, du bist mehr Profi wie ich. Du darfst die vergleichen. Das schmeckt sehr gut. Ja? Ja. Okay. Dann mal gucken, ob du da einen Unterschied merkst zwischen die beiden. Ja, lass schauen. Okay, und jetzt, Stefan, bin ich gespannt, wie schnell ist die Mühle und wie hört sich das an im Vergleich zu diesem kleinen, niedlichen Mignon. Dankeschön. Zeig mal bitte. Ja. Also wir haben die Mühle schon voreingestellt, dass halt jetzt gerade 16 Gramm rauskommt. Jetzt sind wir auch schon fertig. Holy Waldfee. Ja, das geht schon richtig schnell. Also die hat Dampf, da merkt man halt die großen Scheiben und den starken Motor. Jetzt haben wir 16. Jetzt haben wir 16, perfekt. Schaut das anders aus, meinst du? Ich glaube, es schaut ähnlich aus, oder? Sehr fein gemahlen. Sehr fein gemahlen. Meinst du, es ist zu fein gemahlen? Müssen wir gucken, weil ja. Ich haben sie ja noch nicht auf die Maschine getrippt. Ich würde sagen, das hast du gut getroffen. Ja, kann man so sagen. Und jetzt, was sagst du dazu? Jetzt probieren wir noch. Wir teilen noch kurz. Chin chin. Chin chin. Was sagst du? Vielleicht etwas mehr Süße und es schmeckt schon ein bisschen extrahierter, muss ich zugeben. Extra was? Extrahierter. Bisschen kräftiger einfach. Ach so. Naja, ich kenne die Milch schon sehr gut. Für mich schmeckt es ähnlich, vielleicht ein bisschen mehr abgerundet. Ich glaube, ein bisschen intensiver kann es schon sein. Ja, das ist auch mein Eindruck. Mhm. Aber auch nicht drauf festnageln. Auf jeden Fall ist es sehr schön, dass es so schnell malt. Aber ein ganz anderer Klang hat es ja auch. Ja. Der Motor. Der ist ein bisschen höher Frequenz. Ja. Und der ist etwas niedriger. Okay. Wir haben verglichen diese kleine süße Mignon mit der Riese Olympus 75er. Es ist schon ein sehr schönes Teil, muss ich sagen. Optisch, ästhetisch schaut es gut aus. Ich denke, haptisch ist es auch sehr fein. Und wenn man eine etwas kleinere Behälter bekäme, dann könnte es sogar in einigen Küchen gut passen. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Schritt höher als, also nicht nur in die Höhe, aber ein Schritt besser als wie diese kleine Mühle hier. Kann man schon so sagen. Gell? Ja, auf jeden Fall. Und was für mich schon auch noch ein Punkt für gerade das Gerät war, ist, dass sie meiner Meinung nach vom Preis-Leistungs-Verhältnis halt extrem gut ist. Weil so eine große Mühle für ja, nicht mal knapp ein Tausender ist schon einfach eine Ansage. Bei der Leistung, ja. Bei den Mahlscheiben, ja. Das ist schon sehr gut. Ja, das sehe ich halt auch so. Dann sage ich vielen Dank, Stefan, dass du heute dabei warst. Das Danke, freut mich sehr. Und ihr werdet wahrscheinlich den Stefan immer wieder sehen, wenn du Lust hast, mit mir nochmal ein Video zu machen. Sehr gerne, Tom. Danke für die Möglichkeit. Das war mein erstes YouTube-Video heute. Okay. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Happy Coffee Drinking and Happy Espresso Drinking. Bye. Pfiat euch. Ciao. Es ist schon ein bisschen schokoladiger. Es ist ein bisschen kräftiger einfach insgesamt, glaube ich, ja. Irgendwie einfach ein bisschen mehr Wumms gefühlt, nicht ganz. Ist ein bisschen intensiver, ja. Ein bisschen mehr Schokolade kommt raus vor, ja. Im Nachgang und ein bisschen mehr abgerundet, also nicht so viel Härte. Die große Burst.